Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt's eine Info, die Bungie jetzt erst kürzlich veröffentlicht hatte. Und zwar die zwei wichtigsten, wer alle Informationen haben möchte, die sie veröffentlicht haben. In der Beschreibung habe ich sonst den Link von der Veröffentlichung von Bungie noch reingeschmissen. Aber hier möchte ich darüber reden, dass die Hexenkönigin, also das Add-on, das normalerweise 2021 im September hätte erscheinen sollen, ins Frühjahr 2022 verschoben wird. Aufgrund verschiedener Dinge, wegen der aktuellen Situation mit Corona und so weiter und so fort, ist es so, dass sie da wohl nicht nachkommen und das Ganze ein bisschen nach hinten verschieben. Ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, wird für eine wahnsinnig lange Durststrecke sorgen im Spiel, weil wir reden von zwischen Beyond Light und der Hexenkönigin von ziemlich vielen Monaten, die mit saisonalen Aktivitäten gefüllt werden müssen, die natürlich, ja, bedingt gut sind, sage ich mal, die auch bedingt viel Interesse in der Community wecken, bis Frühjahr 2022, bis dann das Addon kommt, die Hexenkönigin. Aber gut, haut mal eure Meinung in die Kommentare, gebt da mal Feedback dazu. Die zweite große Ankündigung ist, dass das Sunsetting aufgehoben wird, weil sie gemerkt haben, dass das Sunsetting kein gutes System ist. Das bedeutet, dass ab der Season 14, also der nächsten Season, wir befinden uns ja jetzt in der Season 13, werden die Waffen und Rüstungen nicht mehr begrenzt, also es gibt kein Sunsetting mehr, dass sie nach einem Jahr dann das Ablaufdatum erreicht haben und dann weg sind. Bedeutet auch, dass zum Start der Season 13 einige Waffen, die ihr jetzt in der Season 13 holen könnt, auch noch halten werden bis Season 14, beziehungsweise die werden dann das Sunsetting auch nicht mehr erleben. Da habt ihr also die Möglichkeit, auch in Season 13 einige Waffen zu holen. Und in Season 14 wird es dann definitiv bei allen Waffen so sein, dass das weg ist. Die Entscheidung haben sie wohl getroffen, weil sie gemerkt haben, dass es sich für die Spieler nicht gut anfühlt, wenn die Waffen ein Ablaufdatum haben, dass es sich nicht belohnend anfühlt, wenn man eine God Roll farmt und man weiß, die verliert man irgendwann wieder. Deswegen haben sie das System geändert, weil es wohl nicht so funktioniert hat, wie sie sich das erhofft haben. Und hier am Ende noch meine persönliche Meinung dazu. Auf der einen Seite freue ich mich sehr darüber, dass Sunsetting verschwindet, weil es doch für einen gewissen Unmut in der Community gesorgt hat. Die einen oder anderen haben es akzeptiert. Die haben gesagt, na gut, wenn es hilft, das Spiel am Leben zu halten. Jetzt machen sie wieder einen Kurswechsel. Gut, auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite trauere ich trotzdem auch all den Waffen nach, die man durch das Sunsetting verloren hat, weil sie diese Entscheidung damals getroffen haben, Sunsetting einzuführen. Und trotzdem hat Bungie hier einen gewissen Cut gekriegt, das heißt Problemwaffen wie der Gipfel oder auch die Einsiedlerspinne, die dann im PvE sehr dominant war, oder auch der Gipfel, der im PvP wahnsinnig dominant war, die wurden halt trotzdem rausgekickt. Also sozusagen hat Bungie trotzdem ihren Cut gekriegt, wo gewisse Waffen und Rüstungen weg sind, um dann jetzt zu sagen, gut, war eine schlechte Idee, also lassen wir es doch wieder so laufen, wie es vorher war. Also ich freue mich zwar, aber es hat trotzdem so einen bitteren Beigeschmack. Ich glaube, die einen oder anderen wissen, was ich damit meine. Trotzdem, ich sehe das Ganze sehr positiv. Sunsetting verschwindet, das heißt, wir haben jetzt wieder die Motivation, dann in der Season 13 jetzt sogar schon oder auch in der Season 14 gewisse Waffen in God Roll zu farmen, weil es doch ein befriedigenderes Gefühl gibt zu sagen, hey, jetzt habe ich die in God Roll und die habe ich gefühlt für immer, in Anführungszeichen natürlich, aber gefühlt für immer, weil da ist kein Ablaufdatum drauf. Von daher, ich sehe das Ganze positiv mit dem Sunsetting. Ja. Ihr dürft aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare hauen. Ich wollte nur diese zwei großen News kurz herausgeben und meine Meinung dazu und auch ein bisschen wissen, was ihr dazu denkt. Das heißt, tippt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Und wer eben noch mehr Infos haben möchte, in der Beschreibung ist sonst der Link noch drin zu Bungie, wo da alles drin steht, was sie angekündigt haben. Alles klar? Das war's auch schon von mir zu den zwei großen Infos und meiner Meinung dazu. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst ein Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Und wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.